Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 55, Antrag der Fraktion der FDP, Aktuelle Stunde, schwarz-grüner Klimaschutzplan bedeutet Einstieg in den Umerziehungsstaat 1933-93. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende, Kollege Florian Rentsch, Fan von Borussia Dortmund. Bitte sehr, das ist das Wort. Herr Präsident, Mitglied von Borussia Dortmund lege ich Wert darauf, in der Frage eine der wenigen schwarz-gelben Veranstaltungen, die noch Spaß machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ist so. Tut mir leid. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Freien Demokraten sagen an dem heutigen Donnerstagmorgen Ja zum Klimaschutz, Nein zum Umerziehungsstaat. Wir sagen, Frau Ministerin, Ja zu parlamentarischen Verfahren und Nein zu Hinterzimmerveranstaltungen, wie wir es mittlerweile von Ihnen gewohnt sind. Nicht nur bei der Missachtung bei der Jagdverordnung, als Sie das Parlament nicht richtig beteiligt haben, haben Sie sich auch diesmal überlegt, beim sogenannten Klimaschutzplan, der für die GRÜNEN ein Stück Kernideologie ist, nach dem Motto, wie kann man den Staat langsam umbauen, damit alle das glauben, was Frau Hinz denkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie auch am besten hier, am liebsten grüne Vorfeldorganisationen, aber nicht nur, das will ich schon bestätigen, beteiligen, dass Sie zwei Abgeordnete beteiligen bei der Erarbeitung des Klimaschutzplans mit Frau Kollegin Dorn und Herrn Stephan, wenn ich mir die Liste angucke, und Frau Kollegin Dorn, aber ansonsten das Parlament bei einer Frage, wie man den Hessischen Landtag bei einer so wichtigen Frage beteiligt, einfach außen vor lassen. Und das ist eben der berühmte neue Stil, den uns auch die GRÜNEN ja mit ihrer Regierungsbeteiligung angekündigt haben, jetzt hier durchführen. Am besten wenige beteiligen, damit viel der eigenen Meinung hinten rauskommt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ungefähr die Strategie. Es gibt mal neben der Frage, was dort drinsteht, da kommen wir noch zu, auch eine Tatsache, die mich erstaunt, Frau Hinz. Und ich bin gespannt, was Sie uns gleich dazu erklären. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir die Ersten sind, die über die Thematik Klimaschutz reden, auch gerade nach den Ereignissen und Feststellungen von Paris, sondern der Bund hat ja in der Großen Koalition schon längst angefangen, auch an einem Klimaschutzplan zu arbeiten. Und ich stelle schon einmal hier die Frage, wie ist denn eigentlich die Koordination zwischen dem, was der Bund auf der einen Seite macht und was das Land Hessen hier auf der anderen Seite macht? Auch das fällt völlig aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Klimaschutzplan ist der Versuch, und ich werde zu den Punkten jetzt kommen, in diesem Land, in unserem Land Hessen, eine Umerziehung vorzufinden oder durchzuführen, die letztendlich dazu Sorge trägt, dass das, was GRÜNE seit langer Zeit – und es ist nicht nur der Veggie-Day, über den wir heute reden – in ihren Programmen haben, auf staatlichen Ebenen verbindlich umzusetzen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir über die Frage diskutieren, wie man Klimaschutz voranbringen kann. Und meinetwegen haben wir auch nicht bei jedem Punkt die gleiche Meinung. Aber was wir nicht mitmachen, ist, dass Sie diesen Staat als Erziehungsinstrument missbrauchen, nach dem Motto, damit alle Leute am Ende dieser Legislaturperiode grünes Gedankengut im Kopf haben, müssen alle sich diesen Maßnahmen unterwerfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das werden wir als Freie Demokraten definitiv nicht mitmachen. Wer postuliert Radwege statt Straßen, Tempo 30 in der Dauerschleife, generelles Überholverbot, Fahrverbote für Benzin- und Dieselautos, Innenstadtparkplätze nur noch für Carsharing, höhere Steuern auf Benzin und Diesel, Verbot und zwangsweiser Ausbau privater Ölheizung, Solardachpflicht für jeden, Indoktrinierung der Kinder im Sinne von Thematiken wie Windkraft und anderen erneuerbaren Energien, Vorhaltepflicht von Notstromversorgungssystemen, Zuteilung von Strommengen nur zu bestimmten Zeiten, Frau Kollegin Dorn, Erziehungsprogramme für Landwirte beim Thema Ökolandbau, Umgestaltung der hessischen Bauordnung, Erstellung eines hessischen Hitzeaktionsplans und, das ist mein Lieblingspunkt, da muss ich noch einmal sagen, großartig, Unterstützung des bundesweiten Mückenmonitorings, was in Hessen demnächst große Punkte machen wird. Der sieht, meine Damen und Herren, mit wie viel Energie die hessischen GRÜNEN drangehen, diesen Staat nach und nach umzubauen. Dass das, meine Damen und Herren, ja nicht nur Auswirkungen hat auf die Bürgerinnen und Bürger, bei der Frage, ob Sie noch in der Lage sind, selber zu entscheiden, was Sie in diesen Bereichen für richtig und für falsch halten, hat das natürlich, und da kommt der Wirtschaftsminister ins Spiel,
massive Auswirkungen auch möglicherweise auf den Wirtschaftsstandort, je nachdem, was zum Schluss beschlossen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Wirtschaftsstandort muss sich ja an vielen Stellen, auch wenn man die heutigen Zeitungen liest zur gestrigen Flughafendebatte, dagegen wehren, dass immer mehr Ideologie in diesem Land Platz greift und dass wir möglicherweise auch als Investitionsstandort Stück für Stück zurückfallen. Aber, meine Damen und Herren, das ist nicht das Einzige. Wenn jetzt noch von anderer Seite über eine vorgemeinte oder gut gemeinte in Anführungsstrichen Klimapolitik, Klimaschutzpolitik Sorge getragen wird dafür, dass Investitionsmöglichkeiten in Hessen immer schlechter werden, dann zahlen wir doppelt die Zeche, nicht nur, weil wir die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einschränken, sondern weil wir auf der anderen Seite auch diesen Wirtschaftsstandort Stück für Stück kaputt machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sollte nicht passieren. Und deshalb abschließend, Herr Präsident, wir haben es deshalb in dieses Parlament gebracht, weil es hier diskutiert werden muss, Frau Hinz. Und ich würde wirklich mal empfehlen, dass Sie sich mal an die parlamentarischen Gepflogenheiten halten und nicht nur mit Regierungsfraktionsvertretern in diesen Fragen diskutieren, sondern alle dieses Parlament einbinden, den Ausschuss einbinden, hier Vorlagen machen, die wir hier diskutieren können. Und ich würde mir zum Zweiten wünschen, dass alle CDU-Abgeordneten das lesen, was hier letztendlich verarbeitet und als Vorhaben vorgetragen werden soll. Herr Kollege Stephan ist ja ein netter Kollege. Ob er der Richtige ist, den Wirtschaftsstandort in Hessen zu verteidigen, meine Damen und Herren, habe ich weiß Gott Zweifel. Insofern, CDU, aufgepasst, was dort kommt. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Das Wort hat die Frau Abg. Dorn, BÜNDNIS 90 GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Weltweit kommt eigentlich den Menschen gerade beim Thema Klimaschutz ein Bild vor Augen, nämlich die Verkündigung der historischen Einigung von Paris und die vielen jubelnden, klatschenden, sich in die Arme fallenden Menschen. Ja, teilweise haben die Menschen sogar vor Freude geweint. Es war ein Moment des Aufbruchs. Es war ein Moment des gemeinsamen Willens nach vorne. Ja, liebe FDP, es war ein Moment des Muts. Das war nicht nur German-Mut, das war sozusagen ein Global-Mut. Die Welt zeigt Mut, geht voran, stehen bleibt die FDP. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, Sie verbreiten Angst. Das Schauermärchen von Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger, vom Wirtschaftseinbruch. Meine Damen und Herren der FDP, das ist so 70er. Der Großteil der Menschen aus dem Jahr 2016, der sitzt doch beim Thema Ökonomie und Ökologie nicht mehr in den Schützengräben. Die versöhnen Ökologie und Ökonomie. Die suchen nach Lösungen. Die versöhnen sie im Sinne der nachfolgenden Generationen. Das ist German Mut, liebe FDP. Und das Gegenteil von German Mut ist der Gastbeitrag von Herrn Lenders. Das ist eine Regionalzeitung im Vogelsberg. Und da steht die Überschrift: Der große Plan vom schwarz-grünen Erziehungsstaat. Ich würde Sie mal bitten, liebe Kollegen der FDP, Sie haben auch die Aktuelle Stunde Umerziehungsstaat genannt, dass Sie mal über Ihre Begrifflichkeiten nachdenken. Umerziehung kommt mir in einem anderen Sinn mit Diktaturen im Kontext, und das ist wirklich völlig ungeeignet. Aber wer jetzt ein dunkles, geheimes Buch suchen will, vielleicht unter dem Platz vom Ministerpräsidenten oder bei der Umweltministerin, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Um was es nämlich geht, ist ein öffentliches Dokument. Ein öffentliches Dokument mit Maßnahmen, Vorschlägen zum Klimaschutz, mit Vorschlägen. Und diese Vorschläge finden sich in einem extra eingerichteten Portal im Internet. Und das Portal ist extra deswegen eingerichtet, damit sich alle Bürgerinnen und Bürger, alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Und dieser Maßnahmenkatalog, diese Vorschläge, die sind vordiskutiert worden in einem Steuerungskreis. Und in diesem Steuerungskreis sitzen Akteure aus Wirtschaft, aus Umwelt, aus Gesellschaft in Hessen. Und alle Fraktionen waren im Umweltausschuss damals eingeladen, wurden gefragt. Ich kann nichts dafür, dass Herr Stephan und ich Interesse signalisiert haben, die anderen leider nicht. Aber die haben genau diese Maßnahmenvorschläge vorgestellt. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ich bitte doch etwas um Aufmerksamkeit für die Frau Kollegin Dorn. Diese Vorschläge sind also öffentlich und nicht geheim. Es ist sicherlich kein schwarz-grüner Plan, sondern es ist absichtlich eine breite Diskussionsgrundlage, bevor die Politik berät.
Es ist sicherlich kein Instrument für einen schwarz-grünen Erziehungsstaat. Es ist das Gegenteil. Es geht um Beteiligung. Es geht um Ideen aus der Gesellschaft, Herr Merz. Ich weiß nicht, ob Sie nicht auch den Klimaschutz schon leben. Da draußen gibt es so viele Menschen, die wollen nicht nur den Klimaschutz. Sie leben schon längst den Klimaschutz, Herr Kollege Merz. Und diese Ideen wollen wir aufgreifen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, glauben Sie eigentlich, dass der Bio-Boom bei Lebensmitteln zustande kommt, weil wir vorgeschrieben haben, esst nur noch Bio? Haben Sie schon einmal etwas von Angebot und Nachfrage gehört, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP? Das ist schon einmal gut. Und glauben Sie wirklich, dass wir Leute auf Züge zwingen würden, auf E-Bikes? Nein, die Leute wollen diese Vielfalt. Sie lieben es, Freiheit zu haben in ihrem Mobilitätsverhalten. Wir schreiben das doch nicht vor. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, es wäre schon einmal ganz schön, auch für eine Aktuelle Stunde und auch für solche Kolumnen, wenn Sie einmal bei der Wahrheit bleiben würden. So, was steht denn angeblich in diesen Vorschlägen zum Klimaschutzplan? Angeblich soll da drinstehen, Innenstadtparkplätze nur noch für Carsharing. Nein, da steht drin, es geht darum, mehr Parkplätze für Carsharing zu schaffen, damit man insgesamt Parkplätze reduzieren kann. Herr Kollege Lenders, lesen Sie es doch durch. Dann steht da angeblich Verbot und zwangsweiser Ausbau von Ölheizungen. Wo finden Sie denn das bitte? Das Einzige, was dazu steht, ist lediglich eine Prüfung eines erneuerbaren Wärmegesetzes. Dann sehen Sie, Sie meinen eindeutig, das ist das Gleiche. Das ist doch Ihr Problem, nicht unseres, Herr Kollege Rock. Dann steht da angeblich die Indoktrination der Kinder im Sinne der Windkraftlobby. Das Einzige, was da steht, ist ein Vorschlag, dass man vorhandene Bildungsangebote für das Thema Nachhaltigkeit stärkt und dort die Auseinandersetzung mit dem Thema Windkraft befördert. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, sind Sie wirklich dagegen, dass man sich um die Auseinandersetzung der Windkraft kümmert? Und das Lustigste für eine sogenannte Wirtschaftspartei finde ich ja, dass Sie da schreiben, Strommengen sollen nur noch zu bestimmten Zeiten zugeteilt werden. Das ist so etwas von lächerlich. Was da vorgeschlagen ist, ist etwas sehr Sinnvolles, nämlich eine Studie zum Lastmanagement. Wissen Sie, wer dauernd sagt, dass wir Lastmanagement brauchen? Die Industrie. Leben Sie eigentlich noch in diesem Jahrhundert, liebe Kolleginnen und Kollegen? Frau Kollegin Dorn, Sie müssen zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren der FDP, vielleicht hören Sie einmal auf mit Ihrem German Mimimi. Vielleicht versuchen Sie es einmal mit Argumenten aus der Moderne, wenn Sie unsere Klimaschutzmaßnahmen kritisieren wollen und die Vorschläge. Wir werden das tun. Wir werden Ökonomie und Ökologie versöhnen für den Klimaschutz und für die nachfolgenden Generationen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dorn. Das Wort hat der Abg. Peter Stephan, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Was hat die FDP doch ein verzerrtes Bild über Hessen gezeichnet mit ihrem Antrag? Das beginnt schon mit dem Begriff Umerziehungsstaat. Und schauen Sie bitte im Internet nach, und dann finden Sie unter Umerziehungsstaat Nordkorea. Wer Hessen mit Nordkorea vergleicht, der ist nicht mehr von dieser Welt. Kolleginnen und Kollegen, Hessen ist wirtschaftsstark. Unsere Wirtschaft boomt. Hessen hat wenig Arbeitslose. Der Frankfurter Flughafen ist ein Jobmotor. Und all diese Dinge werden auch mit einem Klimakonzept und einem Klimaplan nicht außer Kraft gesetzt. Im Übrigen, Kolleginnen und Kollegen von der FDP, auch unter der schwarz-gelben Koalition gab es einen Klimaplan. Der ist aber nicht öffentlich mit vielen Menschen erarbeitet worden, sondern im normalen Verfahren. Und was wir heute machen, was das Ministerium heute macht, ist eben diese Erarbeitung dieses Klimaplans breit aufzustellen. Kolleginnen und Kollegen, 50 Verbände beteiligen sich dort aus allen Schattierungen, und die gehen auch mit ihren unterschiedlichen Ideen und Gedanken dort hinein. Und wenn als Start dafür für diesen Klimaplan
Fachinstitute beauftragt werden, mal ein paar Vorschläge, und es waren über 200, zu Papier zu bringen, die eine Diskussionsgrundlage sind, dann sind die eine Diskussionsgrundlage und nicht das Ergebnis eines langen Prozesses. Denn dieser Prozess wird zu Ende sein, Ende dieses Jahres 2016. Und da ist noch viel Zeit, und da wird noch viel Wasser den Rhein herunterfließen. Klimaschutzziele hat nicht nur Hessen beschlossen, die sind in der Welt beschlossen worden, in Paris, sie sind beschlossen worden in der EU, sie sind beschlossen worden in Deutschland, und überall wird darüber gerungen, welches denn der richtige Weg dorthin ist. Wir kennen, und Frau Dorn hat darauf hingewiesen, einen sogenannten Diskussionsstand 2.0, das heißt eine erste Überarbeitung, der steht allen Hessen zur Verfügung im Internet, um dort dazu Stellung zu nehmen und Stellung zu geben. Liebe FDP, in der Art, wie Sie eben aufgetreten sind, nach dem Motto, es kann nicht sein, dass in dem Klimaschutzplan etwas anderes steht, als wir von der FDP wollen, da fiel mir gerade spontan ein. Wir müssen aufpassen, und Sie müssen aufpassen, dass man FDP nicht irgendwann als freie Denkverbotspartei beschreibt. Wir denken nach, und mit aller Breite. Das ist kein einfacher Weg, Menschen einzubinden, Gruppen einzubinden. Dort wird es immer Diskussionen geben. Und Sie wissen es auch ganz genau vom Energiegipfel, wo ja auch viele gesellschaftliche Gruppen eingebunden waren, wie lange gerungen worden ist. Und es gab ein Ergebnis, das alle nachher unterschrieben haben, auch die FDP. Und so werden wir das in diesem Falle auch machen. Die Grundlagen sind gelegt, es wird darüber diskutiert. Und wir müssen darüber diskutieren, was aus diesen Vorschlägen heraus, nach den mehreren Prozessen, die noch stattfinden, denn nach den Aussprachen, wir müssen darüber reden, was praktikabel ist, was nicht, was sinnvoll ist, was effizient ist, was kostengünstig ist, was nicht. Wir müssen den Weg finden, wo wir die Klimaschutzziele so erreichen, dass wir mit dem möglichst wenig Aufwand den besten möglichen Ertrag haben. Ein Plan ist das Ergebnis dieses Prozesses, und am Anfang steht die Diskussion. Auch wir als CDU finden einige dieser Diskussionsvorschläge dort nicht so ganz gelungen, weil wir nicht dahinterstehen. Wir werden nichts mittragen können, was unseren Flughafen, was unsere Wirtschaft gefährdet. Wir werden nichts mittragen können, was auf großen Widerstand auch beispielsweise in der Landwirtschaft stößt. Wir müssen aber Kompromisse finden. Wir müssen darüber reden. Und die VHU, die ja momentan am heftigsten argumentiert, auch die VHU hat Vorschläge eingebracht, und diese Vorschläge sind aufgenommen worden. Und über diese Vorschläge wird auch diskutiert. Das ist explizit in der letzten Sitzungsrunde, wo die Unternehmen eingeladen waren, besprochen worden. Und darauf können sich die Beteiligten auch verlassen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in dieser Diskussion des Klimaschutzplans sind sicher alle Beteiligten deutlich weiter in der Entwicklung als die FDP, die hier rein destruktiv ein paar wenige Punkte herausgegriffen hat, mit denen sie glaubt, hier demagogisch eingreifen zu können. Viele hundert Vorschläge sind da. Das ist der Fakt, keiner dieser Vorschläge ist hier beschlossen. Und wenn man dann meint, von der FDP sich als Retter Hessens hinstellen zu müssen, indem man dort etwas formuliert, was es gar nicht gibt, und dann sagt, und davor retten wir Hessen, dann ist das in meinen Augen auch unredlich. Kolleginnen und Kollegen, unsere Koalition aus CDU und Grünen ist angetreten, dass wir Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Das ist unser Weg, und den lassen wir uns auch nicht kaputt machen. Und wir als CDU werden die Interessen aller hessischen Gruppen dort genau betrachten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich lade die FDP ein, sich in Zukunft auch konstruktiv daran zu beteiligen. Und abschließend, Herr Rentsch, ich danke Ihnen das für das Kompliment, dass ich ein netter Kollege bin. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass ich mit 30 Jahren Industrie- und Wirtschaftserfahrung sehr wohl weiß, worauf es ankommt. Und ich werde damit auch in diesen Arbeitskreisen, wo ich mitarbeiten kann, diese Dinge einbringen. Und ich glaube, meine Wirtschaftserfahrung, Berufserfahrung, die ist weitaus größer als bei den meisten in der FDP-Fraktion. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Stephan. Das Wort hat der Abg. Timon Gremmels, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn der Kollege Rentsch sich hier vorne hinstellt und sagt, Sie seien als FDP auch für den Klimaschutz, so ist die Glaubwürdigkeit nicht sehr hoch. Wenn ich sehe, dass Sie mit den SUVs in den Wald fahren, um dort gegen Windkraft zu demonstrieren, der klimafreundlichsten Energieerzeugungsart, die es gibt, ich glaube, da haben Sie das Glaubwürdigkeitsproblem.
Und Sie wissen, ich streite mich gerne mit Frau Hinz sachlich, fachlich und gut. Das gehört im Parlament dazu. Aber wir müssen auf die Wortwahl aufpassen. Und ehrlich gesagt finde ich, Umerziehungsstaat geht nicht. Das ist Wasser auf den Mühlen aller, die sozusagen gegen unsere Demokratie und gegen unser Parlament kämpfen. Umerziehungsstaat ist grenzwertig. Eine der letzten Vertreterinnen eines Umerziehungsstaates war Margot Honecker, und die ist vor zwei Wochen gestorben. Insofern bitte passen Sie auf Ihre Sprachwahl auf, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Natürlich kann man sich ganz ohne Aufregung mal, ich habe 168 Maßnahmen gezählt auf 278 Seiten, damit auseinandersetzen, was dort an Vorschlägen kommt. Das ist eine bunte Ideensammlung an Ideen und Vorschlägen. Und ich kann Ihnen relativ zu jedem einzelnen Vorschlag fast schon sagen, welcher Verband, welcher Bauernverband, welcher Naturschutzverband welchen Vorschlag gemacht hat. Das ist auch völlig legitim, diese Ideen einzubringen in ein Verfahren. Und übrigens auch die VHU, Herr Rentsch, hat einen Vorschlag gemacht, Cap and Trade. Auch das ist aufgenommen worden. Werfen Sie denn der VHU jetzt auch vor, sie will Umerziehungsstaat haben? Also, es fällt doch auf Sie selber zurück. Die Bandbreite der Ideen und Vorschläge, die da gebracht sind, ist eine lockere Ideensammlung von alten Aufgüssen und neuen Ideen. Natürlich haben Sie auch ganz legitim versucht, Sachen, die Sie im Koalitionsvertrag mit der CDU nicht durchbekommen haben, jetzt sozusagen durch die Hintertür noch einmal zu diskutieren. Dazu gehört das Wärmegesetz. Das weiß ich. Das wird von der CDU anders gesehen. Ich bin auch sehr sicher, dass dieser Vorschlag, diese Anhörung, diese öffentliche Konsultation nicht überleben wird. Und ich sage Ihnen, und da gebe ich der FDP in der Tat recht, am Ende des Tages entscheiden wir als Parlament darüber. Am Ende des Tages wollen wir eine ordentliche Parlamentsanhörung. Diese Vorstufe ersetzt keine ordentliche Parlamentsarbeit, meine sehr verehrten Damen von der CDU und Grünen. Das Parlament muss gefragt werden. Gesetze und solche Dinge werden hier beschlossen, und wir erfordern dann auch eine ordentliche Parlamentsbeteiligung. Und dann messen wir das, was Schwarz-Grün vorliegt. Dann schauen wir, auf was Sie sich verständigt haben, was wirtschaftsfreundlich ist und was wirtschaftsfeindlich ist und was die Dinge voranbringt oder was sie eher behindert. Ich sage Ihnen aber noch einmal eines ganz deutlich, liebe Kolleginnen von der FDP. Eigentlich haben Sie ja Schwarz-Grün Ihren Bärendienst erwiesen. Heute Morgen habe ich einmal geguckt, wie viele Konsultationen, öffentliche Konsultationen diese Vorschläge hatten. Das waren gerade einmal 12 Teilnehmer. 12 Teilnehmer haben das heute, ja. Letzte Woche haben wir das auf der Nachhaltigkeitskonferenz groß angekündigt mit viel PR, und gerade einmal 12 Teilnehmer haben derzeit Beiträge abgegeben. Leider befürchte ich, dass Sie, nachdem die FDP jetzt hier gerade noch richtig schön Werbung für das Konsultationsverfahren gemacht hat, dass dann heute noch viel mehr Leute zugreifen werden. Also, Sie sehen, das ist viel Show und PR, die dazugehört. Allerdings, das kann man natürlich einer Regierung auch zugestehen. Ich glaube, das hätten wir nicht anders gemacht. Aber wir werden Sie am Ende des Tages an Ihren Ergebnissen messen. Bis dahin ist alles andere heiße Luft, was Schwarz-Grün hier ablief, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und für die SPD ist ganz klar, wir sind ein Wirtschafts- und ein Industrieland Hessen, und wir wollen es auch bleiben. Und wir wollen auch, dass am Ende des Tages Klimaschutz nicht nur etwas ist, was sich die Leute leisten können, die einen dickeren Geldbeutel haben. Wir wollen am Ende des Tages, dass Klimaschutz etwas ist, was auch für jeden, auch den Haushalt betrifft, der nicht viel Einkommen hat. Und wenn wir dann Vorschläge sehen, wie z.B. Kantinenessen so auszustellen, dass auch Bio-Angebote gemacht werden, dass auch nachhaltig produzierte Dinge da angeboten werden, vegan, die natürlich dann teurer sind, dann kann man das machen. Aber es kann nicht nur sein, dass die Latte Macchiato-Fraktion der GRÜNEN am Ende des Tages sich Klimaschutz leisten kann. Es muss ein Projekt sein, das für alle Menschen ist, auch die mit dem geringeren und kleineren Geldbeutel. Dafür wird die SPD kämpfen. Ich bin ein Vertreter, der sagt, man muss Schwarz-Grün an seinen Taten messen, und man muss insbesondere auch die Umweltministerin an ihren Taten messen. Wenn es da tolle und richtige Vorschläge gibt, dass man bei den Abgaswerten der Fahrzeuge etwas tun muss, jawohl, gut und richtig, dann muss man aber auch mit dem Dienstwagen vorangehen, Frau Hinz, und da sind Sie leider ganz weit hinten. Das Schicksal teilen Sie aber auch mit unserer Bundesumweltministerin, das sage ich gleich vorweg. Aber wenn Sie das einfordern, müssen Sie es auch, dann müssen Sie es auch vor Ort umsetzen. Gleiches gilt für energieeffiziente Gebäude. Tolle Forderung, schön. Und dann gucke ich mir einmal Ihr Umweltministerium an. Das Gebäude, wo Sie und Frau Dr. Tapeser arbeiten, also von Energieeffizienz, und habe ich da überhaupt noch gar nichts gesehen. Ja, das ist sozusagen wirklich katastrophal schlecht. Ich kann mich erinnern, da war Marc Weinmeister noch Staatssekretär. Ich war mal im Sommer bei ihm im Büro. Ich glaube, wir mussten dann runtergehen, weil es so
knallig heiß war. Also, wenn Sie Verantwortung haben, dann fordern Sie nicht Dinge ein, sondern Sie regieren seit 3 Jahren, setzen Sie es um. Dummerweise hat nur damals CDU und die FDP alle Immobilien mit verschabelt, sodass wir da heute kaum noch Einfluss drauf haben. Auch das gehört zur Wahrheit, und auch das gehört zur Bilanz von Schwarz-Gelb hier in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne, wir kommen wieder, und wir diskutieren dann, wenn die Regierung ihre Vorschläge hier ins Parlament eingebracht hat. Dann werden wir sie an ihren Taten messen und nicht an der PR, die heute hier vorliegt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gremmels. Das Wort hat die Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP stellt sich heute mit dieser Aktuellen Stunde mal wieder als ihre eigene Karikatur dar. Denn laut FDP droht in Sachen Klimaschutz nicht weniger als der Einstieg in den Umerziehungsstaat. Ich finde, das sagt einmal mehr sehr viel über den absurden Freiheitsbegriff der FDP. Sie verengen Freiheit auf den Kampf gegen Tempolimits, auf die Freiheit zum größtmöglichen CO2-Ausstoß. Dabei muss man noch einmal feststellen, dass die meisten Menschen sich überhaupt nicht unfrei fühlen, wenn sie in der Wahl ihres Heizungskessels eingeschränkt werden. Ganz im Gegenteil, die meisten Menschen erwarten doch gerade, dass mehr getan wird, um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken und vor allem um den katastrophalen Folgen, die wir doch alle kennen, entgegenzuwirken. Deswegen brauchen wir doch mehr Klimaschutz und nicht weniger, meine Damen und Herren. Klar ist, die Bemühungen um den Klimaschutz reichen längst nicht aus. Sie reichen nicht aus, um das internationale Klimaabkommen von Paris, die vereinbarten Ziele dort zu erreichen, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das gilt für das Handeln der Bundesregierung. Auf dem Papier hat sie das Klima ja jetzt gerettet. Aber hier in Deutschland wird das erfolgreiche erneuerbare Energiengesetz weiter ausgehöhlt. Und auch die angestrebten Freihandelsabkommen CETA, TTIP, TTIP und TISA und wie sie alle heißen, die konterkarieren den Klimaschutz ebenso. Wenn diese Abkommen in der derzeit diskutierten Form Wirklichkeit würden, dann hätten die beteiligten Staaten sehr viel weniger Möglichkeiten, die Energiepolitik nach ökologischen Kriterien auszurichten. Und im derzeit verhandelten Abkommen TISA beispielsweise steht ausdrücklich eine Technologieneutralität festgeschrieben im weltweiten Energiehandel. Ein Land könnte also nicht mehr vorgeben, welche Energieträger im Land aktive Stromkonzerne nutzen dürfen und welche nicht. Ich finde, auch Klimaschutz ist ein Grund mehr, diese Freihandelsabkommen zu stoppen, meine Damen und Herren. Die auf Bundesebene geplante Ausschreibungspflicht für Windkraftanlagen bedeutet, dass lokale Bürgerprojekte und Genossenschaften nicht mehr bevorzugt werden dürfen, dass solche Modelle benachteiligt werden, obwohl sie nachweislich die Akzeptanz von neuen Anlagen erhöhen, weil das Geld in der Region bleibt. Das heißt, in Paris wurden hehre Ziele beschlossen. Aber in der Praxis wird Energiewende nur dann funktionieren, wenn es mehr Regulierung des Marktes gibt und nicht weniger. Und auch in Hessen muss man sagen, ist da noch viel Luft nach oben. Die im schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen reichen ja nicht einmal, um das 2-Grad-Ziel zu realisieren, geschweige denn vom 1,5-Grad-Ziel. Ich finde, einen großen Anteil hat daran natürlich die Verkehrspolitik. Wir wissen, dass der Verkehr einen ganz großen Anteil des CO2-Ausstoßes ausmacht. Wir erleben gerade, wie ein Flughafen ausgebaut wird, das heißt, die Kapazitäten weiter erhöht werden. Wir erleben, dass der ÖPNV eher zurückgebaut wird, wie er eher teurer wird, als dass wir hier wirklich einen Ausbau des ÖPNV erleben. Und wir stellen natürlich auch fest, dass es ja nicht nur die FDP-Abgeordneten sind, sondern auch Abgeordnete der CDU, die sich vor Ort in den Kommunen erbitterte Kämpfe gegen jedes neue Windrad liefern. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn man hier im Landtag für die Energiewende stimmt und dann nach Hause in den Wahlkreis fährt und gegen Windkraftanlagen kämpft, dann ist das natürlich auch, ein Konterkarieren der Energiewende, meine Damen und Herren. Also, wenn jetzt endlich ein schwarz-grüner Klimaschutzplan vorliegt,
der mehr erreichen will, als bisher im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dann werden wir uns das mit Interesse anschauen. Klar ist, das ist überfällig. Der Klimaschutzplan wurde 2013 angekündigt. Dann, zwei Jahre später, wurde eine Vorstudie zur Erstellung des Klimaschutzplans in Hessen ausgeschrieben. Also, wenn das Tempo so weitergeht, dann glaube ich, kann man jetzt nicht von einer überstürzten Aktion sprechen. Wir werden uns das anschauen, und wir glauben, wir brauchen mehr Tempo, um beim Klimaschutz voranzukommen. Meine Damen und Herren, gerade in der letzten Woche hat DIE LINKE im Bundestag beantragt, endlich den Kohleausstieg verbindlich einzuleiten und bis 2035 zu vollziehen. Auch das wäre ein wichtiger und ein überfälliger Schritt. Ich will an der Stelle sagen, die Menschen, die am vergangenen Wochenende in der Lausitz gegen den Braunkohletagebau demonstriert haben, haben unsere volle Unterstützung. Deswegen waren ja auch viele LINKE vor Ort gewesen. Das Problem bleibt, dass die geringsten Maßnahmen zum Klimaschutz auf erbitterten Widerstand treffen, weil sie natürlich Konzerninteressen entgegenlaufen und Profitinteressen. Und wenn es um Wirtschaftsinteressen geht, dann werden diese Widerstände schnell unüberwindbar. Und deshalb, wer Klimaziele erreichen will, der muss hier sehr tiefgreifend eingreifen, muss Konzerninteressen und Gewinnstreben infrage stellen oder, wie die Aktivistin Naomi Klein es so schön sagt, wir müssen uns wohl entscheiden, wollen wir das Klima retten oder den Kapitalismus? Ich persönlich wäre für Ersteres. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Umweltministerin, Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man kann ja schon fast froh sein, dass die FDP nicht den Klimawandel auch noch leugnet. Das hätte dem Ganzen jetzt heute auch noch die Krone aufgesetzt. Auf jeden Fall sind Sie mit dieser Aktuellen Stunde von den Neinsagern zu Diffamierern geworden, um es einmal ganz deutlich zu sagen. Neinsager, was Windkraft angeht, und die Diffamierung, was die Erarbeitung des Klimaschutzplans in Hessen angeht. Jetzt will ich Ihnen einmal etwas sagen, Herr Rentsch. Anscheinend sind Sie schon zu lange aus einer Regierung wieder heraus, dass Sie nicht mehr wissen, wie ein Beteiligungsprozess vonstatten geht und wie Kabinettsentscheidungen vorbereitet werden und Kabinettsbeschlüsse. Wir haben im letzten Jahr im Kabinett als Landesregierung beschlossen, dass Hessen klimaneutral sein soll bis 2050. Das deckt sich völlig mit dem Pariser Beschluss. Das ist auch aus meiner Sicht richtig so. Seitdem gibt es einen Beteiligungsprozess, wie es üblich ist bei Kabinettsfragen oder Vorlagen. Einen richtig großen Beteiligungsprozess, der ist diesmal sogar noch größer als bei anderen Vorlagen, weil auch öffentlich diskutiert werden kann über den Entwurf des Klimaschutzplans. Am Ende gibt es eine Ressortabstimmung, und dann wird das Kabinett einen Klimaschutzplan beschließen, der dann auch weiter im Parlament natürlich als Ganzes beraten werden kann, aber auch die einzelnen Maßnahmen, die dann entweder in Verordnung oder Gesetze gegossen werden oder sich im Haushaltsplan wiederfinden. Das ist ein ganz normales Verfahren. Scheinbar haben Sie schon vergessen, wie so etwas funktioniert. Und über die Nachhaltigkeitskonferenz waren im Übrigen alle Fraktionen des Landtages eingeladen, im Steuerungskreis und in Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Das war letztes Jahr in der Nachhaltigkeitskonferenz, wo auch die Fraktionen beteiligt sind und auch anwesend sind. Warum die FDP nicht daran teilnimmt, das müssen Sie selber für sich klären. Das weiß ich nicht. Bitte, das klären Sie doch mit sich selber, weil Sie anscheinend mehr Interesse daran haben, an diesem Thema und in dem Steuerungskreis mitzuarbeiten. Meine Damen und Herren, wichtig ist... Meine Damen und Herren, bitte, ich darf Sie bitten um etwas Aufmerksamkeit. Herr Kollege Gremmels, auch Sie, ich darf Sie alle bitten um etwas Aufmerksamkeit. Die Umweltministerin hat das Wort. Bitte. Ich halte es auch für sinnvoll und richtig, dass wir sowohl
dass wir in dem Klimaschutzplan sowohl Maßnahmen. Doch, es haben alle Fraktionen die Einladung über die Nachhaltigkeitskonferenz erhalten. Wir haben in der Konferenz alle eingeladen, mitzuarbeiten. Ja. Und einige nehmen es wahr und andere nicht. Und interessanterweise nehmen auch, ja, und interessanterweise auch 40 Organisationen aus der Nachhaltigkeitskonferenz, die Sie jetzt alle als grüne Vorfeldorganisation diffamieren. Ich weiß ja nicht, ob die VHU, die IHK, die VKU, die Mainova, der RMV, die HEAG, die Ingenieurkammer, der Handwerkstag, der Bauernverband, der Waldbesitzerverband, die kommunalen Spitzenverbände sich alle als grüne Vorfeldorganisationen betrachten würden. Also, meines Erachtens wohl nicht. Also, die würden das sicher auch mit Vehemenz von sich weisen. Von daher sollte die FDP doch in ihrer Wortwahl sich tatsächlich überlegen, wen sie wirklich trifft mit einer solchen Aktuellen Stunde. Meine Damen und Herren, der Klimawandel ist Tatsache. Wir haben bereits jetzt Schäden in hohem Ausmaße. Wenn es Stürme gibt, wenn es Hagel gibt, wenn es Hochwasser gibt, aufgrund des jetzt schon stattfindenden Klimawandels. Deswegen ist es richtig, dass wir über zusätzliche Fördermaßnahmen auch die Kommunen in den Stand setzen und auch die Unternehmen, sich auf solche Ereignisse Unwetterereignisse einzustellen und ihre Infrastruktur anzupassen. Das ist auch eine ökonomische Notwendigkeit. Es ist auch eine ökonomische Notwendigkeit, Klimaschutzmaßnahmen einzuleiten. Denn die Schäden, die wir haben, wenn wir uns nicht um Klimaschutz kümmern, ist immens viel größer, sowohl volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaftlich, als wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen und tatsächlich auch Klimaschutzmaßnahmen machen. Ich finde es auch interessant, dass wir ja doch in der Umwelttechnologie führend sind in Deutschland. Und wenn wir führend bleiben wollen, ist es auch sinnvoll und richtig, dass wir in Fragen der Mobilität, in Fragen der Produktionssysteme uns auch in Richtung Klimaschutz weiter verbessern und weiter verändern. Und gerade hier ist das Interesse von Unternehmen sehr groß. Wir hatten ein Unternehmerforum, auch dieses unglaublich gut besucht, wo die Unternehmen ein hohes Interesse hatten, sich am Klimaschutzplan zu beteiligen, eigene Vorschläge eingebracht haben, die natürlich auch zu Veränderungen des Entwurfs jetzt führen werden. Aber dafür ist ein solcher Beteiligungsprozess da, dass das, was von einem Konsortium vorgelegt wurde, jetzt von den Verbänden auch mitbearbeitet wird und verbessert wird, weil wir wollen besser werden im Klimabereich und nicht schlechter. Aber anscheinend hat die FDP das Thema überhaupt noch nicht verstanden. Und wissen Sie, es geht auch nicht um Regulierung, sondern es geht vor allen Dingen auch um Förderung, um Beratung und Information. Und aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger können sich besser entscheiden, wie sie klimafreundlich zur Arbeit kommen, welche klimafreundliche Mobilität sinnvoll ist. Unternehmen können sich besser entscheiden zu Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen, wenn sie darüber informiert sind, wenn sie aufgeklärt sind und wenn es dann auch spezifische Fördermaßnahmen gibt. Und genau dafür werden wir mit dem Klimaschutzplan sorgen, meine Damen und Herren. Staatsministerin, Sie denken an die Redezeit? Die Redezeit. Die VHU hat sich ausdrücklich presseöffentlich dafür bedankt, dass wir ihren Vorschlag aufgenommen haben zum Cap-and-Trade-System, um dieses als Dialogprojekt weiterzuführen, um es dann auch national und EU-weit einzuspeisen, weil wir das hessenweit natürlich nicht alleine einführen können. Und, Herr Gremmels,
Das Umweltministerium wird ab nächstem Monat saniert. Wir hatten das schon. Ja, Herr Gremmels, hätten Sie bei den Haushaltsberatungen aufgepasst, dann hätten Sie das schon gewusst. Aber ich gehe davon aus, dass Sie weiterhin mich unterstützen und den Finanzminister, damit das Geld auch zur Verfügung steht, diese Sanierung gut zu Ende zu führen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit Aussprache beendet zu diesem Punkt. Aktuelle Stunde ist abgehandelt. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, meine Damen und Herren, lieber Kollege Clemens Reif, Sie haben dem Vorsitzenden der FDP-Fraktion Schnösel zugerufen. Das geht gar nicht. Das geht... Herr Kollege Reif, das geht nicht. Und ich rüge das auch. Ich rüge das auch, und ich würde Sie bitten, sich in diesem Punkt etwas parlamentarischer zu verhalten. Sprecht mal miteinander, vertragt euch wieder. Das geht aber nicht. So.